Moin, Freunde. Grüße aus dem sonnigen Kroatien. Nein, regenreichen mit Donner besäten Kroatien. Es regnet in Strömen. Frau Holle ist böse mit euch und mit uns. Ja, ich befürchte weitestgehend mit uns allen, die wir hier sitzen. Wir haben heute also eine massive Gewitterfront, die über uns wegziehen wird. Es ist so laut, man hört kein Wort hier. Ja, aber es ist trotzdem ein schöner Vormittag gewesen. Und ich weiß jetzt gar nicht, welchen Tag wir haben, ganz ehrlich gesagt. Wir haben, glaube ich, Freitag, ne? Ja, wir haben ja hier auch was getrunken. Schönen leckeren Kaffee mit Amaretto. Genau, wir haben Freitag, den 24. Genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Und der Film, den ihr gleich sehen werdet, der bezieht sich auf den, tja, 17., 18. und 19. Juli. Das sind drei Tage zusammengeführt und das ist die Strecke von Radebeul rüber nach Maribor oder ausgesprochen Maribor und dann weiter eben nach Maliluschin. Genau. Und schaut ihn euch an, habt viel Spaß, abonniert, hinterlasst ein Like, ja, seid motiviert. Haha, es geht weiter so und es rumst andauernd. Aber es wird besser. Und wir brauchen frisches Wasser. Wir haben keinen Augenblick zu verlieren. Kein Regen mehr. Das ist wunderschön hier. Alles schön grün. Wenig Leute. Und da kommt er schon. Schnellen Schrittes eilend zum Wohnwagen. Und jetzt spielt er mit dem Wohnwagen, mit dem Mover. Das ist ein Spaß. Der bewegt sich ganz von selber durch Zauberhand. Das ist der klassische Weißnasenbär. 55? Ja, was haben wir denn? Wir sind Hänger. Ja, steht hier nicht für Hänger. Da steht nichts für Hänger. 55? Dann hier. Wir waren leider zu spät. Die Tür war zu, der Campingplatz war geschlossen. Aber auf telefonische Anfrage des netten Besitzers durften wir uns dann hier hinstellen und übernächtigen. Und haben eine Nacht gespart. Juhu, offen. War die ganze Nacht offen. Zum Glück gab es keinen Regen. Der ist in Österreich geblieben. Ab hier war trocken. Sorry. Das ist der Fluss Drau in Maribor. Und wir sind hier im Restaurant Sidro, einer Pizzeria, die eine Vielzahl an Pizzen hat. Wunderbar, muss ich sagen. Laschko ist das einheimische Pivo, also das einheimische Bier. So. Ja,
Guck mal, die wurde aber wohl. Schokoladendorf da hinten. Das da. Was heißt Schokoladendorf? Schokolade essen kann man da. Ah ja, das ist dann okay. Dann, dann können wir jetzt Feeding machen. Ja, wir können rüber schwimmen. Und Feeding machen. Wir gehen einmal rund. Ja. Ist hier rum? Ah ja, hier links, genau. Ja, neue, genau. Ja. Geschlachtet wurden. Und da stehen Blanka und Sabina und warten auf die geschlachteten Hühner. Das Wohnmobil hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Ja. Hier ist der Busbahnhof und eigentlich sollte das als Einkaufszentrum hier unten genutzt werden, ist aber ein Bunker. Das ist hier der Busbahnhof von Malibor und der ist zum Teil wunderschön gemacht als Geschäftsstraße, obwohl kaum Geschäfte dort zu finden sind, und aber auch als Bunker ausgebaut, wie ich ja vorhin schon erwähnte. Und man muss natürlich leider sagen, dass das eben mit den Geschäften nicht funktioniert hat. Dieser Tag ist geprägt durch den Verwandtenbesuch bei Blanka, Sabina und Igor. Blanka und Sabina sind die beiden Cousinen von Nevenka. Und wir haben uns heute Maribor angeguckt, waren unten an der Drau, haben wunderschön Pizza gegessen und halt viel geschnackt. Ihr habt heute auch nochmal die Stätten Nevenkas Jugend gesehen, nämlich das Haus der Tante und der Oma. Und es war wieder ein erfüllter, es war eben ein sehr herzlicher Tag, ein wunderschöner Tag. Jetzt sind wir an der Grenze zu Kroatien. Es hieß, dass hier die Pässe fotokopiert werden. Was ich hier beobachte, entspricht dem nicht. Da kann das dem im einen oder anderen Fall passieren, aber im Allgemeinen passiert es halt nicht. Wir müssen mal sehen. Es staut sich natürlich enorm auf, wobei wir noch momentan Slowenien ja verlassen. Es kann sein, dass an diesem Übergang das gar nicht relevant ist. Wir befinden uns jetzt im Niemandsland zwischen Slowenien und Kroatien. Und meine Vermutung ist halt, dass, ja, logischerweise das an der kroatischen Grenze stattfindet, das Kopieren der Pässe. Während jetzt zum Beispiel hier auf der slowenischen Seite aber in die Pässe geschaut wurde. Das zumindest
was man wiederum nicht wirklich nachvollziehen kann, da das eher wenig relevant ist. Pseudokontrollen. Ja, man muss halt etwas tun, wenn man da schon an der Grenze sitzt, nicht wahr? Beschäftigungstherapie. Ja, ganz wichtig, ganz wichtig. Und im modernen Zeitalter der eingeschränkten Reisetätigkeit in Europa, das war ja mal alles anders gedacht durch den Schengen-Raum, nicht wahr? Muss man ja einfach mal so sagen. Muss man heute wieder in die Pässe gucken. Super! Bei den Kroaten kann ich es verstehen. Man möchte ja jetzt nicht alle Viren einführen und jetzt kommen hier mit uns zwei Superviren. Wissen Sie nur nicht. Dabei sind wir negativ getestet, was wiederum nichts sagt, da wir ja uns erst vor 2 Tagen getestet haben. Und wir ja wissen, dass das bis zu 2 Wochen dauern kann, bis dann die Erkrankung erfolgt. ja, da kommt's schon. So, jetzt wissen wir's. Diese vorbereitenden Maßnahmen, dass man im Internet diese Zettel ausfüllt, bringen gar nichts an Vorteilen. Es wird überhaupt nicht eingesehen oder abgefordert. Was gemacht wird, es werden die Pässe kurz angeschaut. Dann kriegt man einen Zettel mit Notfallnummern. Das ist alles. Also ganz ehrlich, da fühlt man sich schon ein bisschen veräppelt. Und zwar eher massiv. Muss ich leider gestehen. Also hätte man sich diesen ganzen Aufwand vorher ersparen können. Und es entstehen ja auch keine Vorteile denn für Kroatien. Also es ist ja dann kein Schutz gegeben. Man kann keine Infektionsketten oder ähnliches nachvollziehen. All das ist hier reine Makulatur. Total. Vollverarschung. Ich kann es von den Kroaten her schon verstehen, bei so einer vollen Grenze möchten sie die Leute alle schnell durcharbeiten. Ja, das ist alles ja auch in Ordnung. Kroatien schützt sich aber selber nicht. Und wir Touristen bringen ja schon ein Risiko mit. Jetzt haben Nevenka und ich zum Beispiel vorher einen Test gemacht und konnten feststellen, dass wir negativ sind. Aber das ist ja nicht das allgemeine Vorgehen. Die Kroaten werden also durch uns Touristen gefährdet. Das muss man einfach mal so sagen. Und es interessiert sie nicht wirklich, das Geschäft geht vor. Wie ja auch bei uns in Deutschland häufig die Argumentation gestartet wird, ja, wir machen uns die Wirtschaft kaputt. Ja, das tun wir. Und einige schädigen wir insbesondere. Veranstalter oder Gastronomen eine lange Zeit. Die haben wir ja nun richtig massiv geschädigt. Ja, super. Ja, aber es hat ja auch einen Sinn. Durchaus. Muss man ja mal sagen, dann kann man das schwer ertragen, wenn man jetzt Gastronom ist, schon ganz, ganz schwierig. Und wenn man Veranstalter ist und immer noch keine Veranstaltung durchführen darf, super, super schwierig. Trotzdem haben wir als Gesellschaft alle das irgendwo in Kauf genommen. Und hier scheint man, sagen wir mal, zu gut durch die Zeit gekommen zu sein, dass man das jetzt meines Erachtens etwas zu lax sieht. Das kann natürlich dazu führen, dass die Zahlen, die Infektionszahlen, die ja jetzt sowieso in Kroatien im Süden und im Osten massiv gestiegen sind, dann irgendwann ganz flächig steigen. Und das wiederum kann dazu führen, dass es dann zu einem zweiten Lockdown kommt, was ja auch nicht gewollt ist. Nur mal so viel zu den Realitäten. Tatsächlich, keine Gebühr zur Überquerung der Brücke. Nach Köck. Nach Köck. So, wie bauen die hier, was hier draus wird, weiß ich noch nicht. Da hinten lagen welche unterm Auto. Oh, wie schön. Die Sonne hat sich ein wenig versteckt, aber die kommt bestimmt gleich. So, jetzt geht's zur Fähre nach Maliloshin. Gucken, wie voll es ist. In 400 Metern erreichen Sie eine Fähre. Sieht ja nicht so voll aus. Das heißt, wir werden, glaube ich, gut draufkommen. Das sieht sehr gut aus. Guck mal, da sieht das super aus. Oder die fährt gar nicht mehr. Glaube ich aber nicht. Nee, die fährt. Fährt, alles gut.
mein Schwarznasenbärchen. Der Ort, das ist nur ein Laden. Das ist ein Laden. Ja, man weiß ja nie, ne? Olivenhaine, blaues Wasser, idyllische Städtchen. Bitte in 400 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und der D100 weiter folgen. Eine zickige Frauenstimme. Das ist Zwies. Ich hatte es weiter in Erinnerung. Bitte den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Maliloshi. Und dafür sind wir jetzt 1600 und ein paar zerquetscht. Oh, 1710 schon. 1710 auch. Ja. Das ist schon ganz schön was zusammen addiert. Hm. Das ist der schönste Augenblick, wenn man nach Maliloshin in den Urlaub fährt. Diese Strecke. Ja. Wunderbares blaues Wasser. Wo hat man das sonst? Außer auf Zwis. Nicht mal in der Karibik ist es so blau. Außerdem gibt es ja immer Strömungen, dann treibt man ab. Hier nicht. Hier ist eine Bucht. In 300 Metern haben Sie das Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der rechten Straßenseite. Eisenbahn voraus. Jo. Kinderbimmelbahn. Sie haben das Ziel erreicht. Camping, das Ziel befindet Chica. Sich auf der rechten Straßenseite. Tja, wir sind angekommen, haben da erstmal das Nötigste aufgebaut und als Allerwichtigstes trinken wir unseren zweiten Aronia-Schnaps, den Blanca in Malibor für uns gebraut hat. Das ist ein Schnaps, der soll verjüngend wirken, die Gesundheit erhalten, Corona vertreiben, eben ein Jungbrunnen. Halt alles eine Dosissache. Köstlich. Prost. Prost.